So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Far Cry 6. Ich bin der Fangamer und wie es weitergeht, seht ihr hier und jetzt. Das muss einer der ersten Händler gewesen sein. Weißt du noch, wo der war, vielleicht? Da kommt ein Herausforderer! Ich weiß nicht, warum ich nicht. Weil es blöd, wenn du den verwendest und ich habe nicht, weil dann tun wir immer wieder. Ich fange um Mitternacht an und er soll um 4 übernehmen. Lass mich raten, er ist nicht aufgetaucht. Warte mal, gibt's hier Händler? Gibt's hier einen Händler? Ja. Hier muss es einen Händler geben eigentlich. Aber dann gibt Ausrüstung, ne? Okay. Gute Frage. Das Mann, ich war, also du kannst schauen, ob er das bei dir. Ich weiß es wirklich gesagt nicht mehr. Nee. Der oberste Speer? Nein. Gute Frage, wo soll das sein? Ja, da. Ah, da! Danke, Robert. Okay, da kann ich nur einfache Ausrüstung kaufen. Okay, da ist es nicht. So. Man weiß nur. Dieses Teil wäre schon nice. Warte, wir können die Händler ab, aber ich weiß wirklich nicht mehr. Endlich ein Jung. Und Ausrüstung? Ich brauche nämlich Cervezas. Wo gibt's der Koch? Und was die Werkbank verkauft hat. Warte mal. Ach was. Denn? Ich suche den Hauer gerade wieder. Vor 2 Jahren. Ah, da hinten. Das können die doch nicht machen, das ist nicht fair. Schatze. Mit Ausbildnern reden. Die hat nur Waffen. Aber Alejandro, haben Sie das gehört? 2 Jahre, ist doch irre. Wegen mir. Die wissen, dass ich in der Guerilla bin. Das ist nur ein Gerücht. Dafür gibt's keine Beweise. Oha. Okay, das wollte ich nicht. Bin ich doch irgendwo vorbeigegangen. Ja. Du hast nur Scheiße im Kopf. Sind viel mehr Leute, als ich dachte. Sind das auch Musiker? Talia sammelt Träume ein, die dumm genug sind, sich mit Antons Kulturministerium anzulegen. Ich sorge nur dafür, dass sie sich nicht das Gesicht wegschießen. Ich dachte, ich wäre die einzige Aussteigerin. Ein paar war Ausbilder. 5. Generation Armee, dann kam ich. Und dann? Entlassen. Nachdem ich mich von seiner Lieblingstochter in einen Freak verwandelt hatte. Seine Worte. Scheiße. So ist Trans beim Militär, Kompai. Ich hatte Glück. Talia hat mich beim Clown erwischt. Anstatt mich zu verpfeifen, hat sie mir eine gescheuert. Libertad kann euch allen hier helfen. Libertad?
Nach Castillos Wahl kämpften wir mit Clara. Was hat's gebracht? Clara haut ab und spielt Guerriera. Talia wird in Marquesas beschissene Akademie verfrachtet und ich verschulde mich, um sie da rauszukriegen. Bei wem? Bembe, ein Schwarzmarktschmuggler. Wenn er ausgezahlt ist, verschwinden Talia und ich von dieser Insel. Kann ich mit den Schulden helfen? Ich nehme keine Almosen. Okay. Wieso bist du ausgetreten? Hab meinem Ausbilder vor den Kehlkopf gehauen. Ich bin Morgenmuffel. Sekunde. Bembe ist da in der Kirche. Klingt nach einer Mission. So, warte mal jetzt. Da ist der Fischersladen. Das ist krass. Da war jetzt nur eine Jägerin, oder ich habe das übersehen. Eine Jäger und einen Fischer gibt es. Ich glaube, ein Fischer ist da noch was dran. Ich habe einen Fischer, oder? Geh ich mal zum Fischer noch. Gut, da kann man eine Anglerkarte kaufen. Dann ist es auch nicht. Dann weiß ich nichts mehr. Was noch sein könnte. Sonst würde ich jetzt gar nicht anfangen, was noch dahinter gibt. Na, ist wurscht, dann lassen wir's. Na gut, wohin willst du? Gleich zu der Mission da? Wir machen mal Gebiet weiter, oder? Okay. Ja, oder? Ja, weil stimmt. Ist, ja. Stimmt. Sind wir wieder in 5 Gebieten unterwegs. Mhm. Na gut, der... Waren wir schon bei dem Rennen da? Da ist ein Rennen beim Wasserfall. Ja, wir waren hier noch nicht. Achso. Die Gebiete sind. Okay, na dann egal. Dann wohin du möchtest. Ja, weiter in dem Gebiet, oder? In diesem, wo wir jetzt hier sind. Nein, in dem, was wir die ganze Zeit sind. Okay, passt. Oder wir machen es übergreifend, wie du magst. Aber wir müssen es eigentlich schauen. Ja, passt, machen wir das Gebiet einmal. Was machen, oder? Machen wir das einmal. Wir könnten aber hinfahren, okay, wurscht. Jetzt sag mir, ob ich hübsch aussehe. Ja. Diese Bedeckung deckt Tiere in der Umgebung auf. Hörst du das? Aber du hörst nie zu, wenn man mit dir redet. Die habe ich schon. Seitdem wir den Händler haben, habe ich die schon. Ja, ich war bei keinem Händler noch drinnen. Ja, aber warum nicht? Rechts ist einer. Denkst du, ist auch irgendwo einer? Ja. Irgendwo wurde ein Deck. Ich hab das Schild auf deine Richtung aufgestellt irgendwie. Nicht.
ist ein Scharfschütze. Oh, da ist ein Film oder was? Ja, ich sehe nicht. Boah. Du bist dumm. Easy hier mit. Ah, jetzt. Jetzt habe ich ihn markiert und sehe ihn. Ja. Wir sind auf Position. Okay, Hilfe, bin da. Lass den Motor laufen. Suerte. Abrosse im Visier. Nicht feuern, bis ich es sage. Yarana! Ihr ehrt mich heute mit eurer Anwesenheit. So wie ich euch mit der meinen. Dies sind die falschen Yarana und sie haben keinen Platz hier in unserem Paradies. Der Alejandro Carajo. Als Strafe für ihre Verbrechen werden sie aufgehängt am Lauf von Yaras Militärmacht. Wie gehen wir vor, Carlos? Perdi, cabron. Der Turm, Idioten! Verdammt! Das musst du gehen. Wir sterben! Wir müssen los! Espada! Ich nehme ihn. Du deckst mich. Verstanden? Labern, sie wird vorausgehen. In der Nähe. Komm, geh voraus. Mach dich. Nein, Donner! Da war's da, Ärger! Ich wechsle die Position, schieß weiter!
du den Fassalarm ausgelöst. Ja. Der Haberer. Ja. Ist ja gar kein Alarm, oder? Oder der Wolf oder Verstärkung halt. Komm her. Ich glaube, der hängt da ab. Pasta! Protégeme! Beifahrer. Was ist da passiert? Wo ist Carlos? Er hat es nicht geschafft. Papa! Bünger! Weiter. Oh, Mann. Sie sind hier! Weiter. Ich glaube, du zündest uns die ganze Zeit mit deiner Schrotflinte. Okay, dann sollte ich das nicht mehr machen. Na labernd. Heute wird er uns nur umbringen. Na labernd. Dann ist Penny schneller! Ich fahr schon so schnell ich kann mit dieser Scheißkiste! Ja, ja. War das noch mehr? Ja? Ich hab aufs Plakat geschossen. Das ist ja wurscht, aber du trotzdem. Feuer streuen. Okay, dann gebe ich's weg. Oh, wieso bleibt der stehen, Alter? Ja. Der Haber bleibt fast stehen. Wo ist Carlos? Der hat's nicht geschafft. Papa! Bleib da. Was haben wir denn noch? Ja,
da kannst du nicht da noch verkaufen. So, was machen wir hier? Dann wahrscheinlich auch. Ach, super. Ich hoffe nur, dass er nicht bei mir spawnt oder so. Bist du auch so schön, was? Ja, damit ich konnte von vorne nicht treffen. Camila, lass es. Wieso war es nicht dein Bruder? Wir wissen, dass er ein Scheißverräter ist. Und was ist mit Philly? Der kennt sich mit Sprengstoff aus. Espada! Dein Papa hast du gerettet, aber an mich hast du nicht gedacht. Mich hast du in dem beschissenen Lager zum Sterben zurückgelassen. Philly, wir verlieren ihn! Du denkst, dein Papa hat es schwer? Was José ein Mann antun kann, wenn er die Zeit hat. Zurück, Helden! Ich hätte das ganze beschissene Lager verraten können, hab ich aber nicht. Verfickte Monteros. Wir sind alle tot, Camila. Castillo hat schon gewonnen. Hat dann einen Freund gefunden, das Banner. Dann hat sich gleich Schluss gemacht. Steh ganz ruhig. Ein Löwe kommt zur Ruhe, bevor ihr tötet. Sieh, Papa. Schieß mich! Ah, geh bien, Onkel. Inzwischen weißt du ja von unserem großen Sieg im Westen. Carlos Montero ist tot. Seine Guerrieros sind auf der Flucht. Die Tabakfelder sind sicher. Feuer! Komm, Gerda, gib mir das. Bien! Bien! Dein Cousin will gelobt werden, Diego. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihm gesagt, dass die Wurzeln der Monteros sehr tief in das Land reichen. 200 Jahre tief. Ja, Onkel, ich wollte dich überraschen. Diego, wie viele der Soldaten deines Onkels kommen vom Land? 80%, Papa. Korrekt. Und jetzt hat er einen Märtyrer gemacht aus dem berühmtesten Montero. Mal sehen, wie viele von seinen Soldaten jetzt noch das Paradies wieder aufbauen wollen. Por favor. Das war Diegos letzter Vogel. Lauf. Was? Lauf. Buen tiro.
Okay. So, Leute, jetzt ist es an der Zeit, die Folge zu beenden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch bei der nächsten Folge vorbei. Macht's das gut. Ich bin euer Fangamer. Das hier ist Far Cry 6. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.